Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Burnout Dominator. Ich sehe gerade, dass mein Popschutz ein bisschen... So, ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht gehört. Oh, das hört ihr jetzt aber. Oh, ich muss meinen Controller ein bisschen zu mir ranziehen und da der ja an einem Kabel hängt, zieht das Kabel gerade alles mit. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe den jetzt nicht rausgezogen. Gut. Burnout Challenge. Okay. Ist ja wieder was ich absolut gerne mache. Aber mit unserem Limiteds Team. Göttlicher Wagen. Den packe ich mal kurz weg hier. So, mal Stift. Kuli. Gut. Mache wahrscheinlich so 5 Burnouts in Folge. Für Gold. Ey, wenn das jetzt stimmt, dann raste ich aus. Aha. Kann ich hier irgendwie starten? Hallo, ich will das. Ah. Ah, ne, es geht um Punkte. Ach so. War ich auf der Gegenfahrt waren? Ja. Gut. Weil ich brauche ja erstmal. So. So, das gibt schon mal 1000 Punkte. Weil es immerhin ein Burnout war. So, dann mache ich jetzt erstmal einen Doppel-Burnout. Da habe ich eigentlich gedriftet, aber irgendwie wollte er trotzdem nicht so wirklich um die Kurve kommen. Aber Bronze habe ich auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal sehr, sehr geil. Mein Controller klackt wieder wie sonst was. Aber da sind wir ja nicht anders gewohnt. Alter. Ich brauche unbedingt mal einen neuen PS2-Controller. Ich hätte mir jetzt eigentlich einen kaufen können. Stimmt. Warum ist mir das nicht eingefallen? Wenn ich mir ja eh schon Games gekauft habe. So, machen wir wieder einen Doppel-Burnout. Natürlich machen wir. Wir machen sogar einen Triple-Burnout. Oh, das ist das Ziel. Oh. Ich dachte, ich könnte jetzt fahren, bis die Zeit um ist. Aber gut, dann war da ein Ziel. Na gut, wir haben die 12.000 leider nicht geschafft, aber wir haben Silber. Ich bin mit Silber sehr zufrieden. Achso, ich dachte gerade schon, wir hätten eine neue Serie freigeschaltet. Aber ne, ab 2.000 Punkte schaltet man die frei. So, ich versuche gerade mal so ein bisschen im Schneidersitz zu sitzen, weil mir das doch... Boah, ich muss gucken, wie ich mich setzen muss. Weil... ich mir ja aus Versehen den Zeh gestoßen habe und mir dabei meinen Zehennagel rausgerissen habe. Ich weiß, klingt unschön, ist es auch. Und deshalb kann ich nicht irgendwie mal so sitzen, wie ich gerade will. Das ist ein bisschen blöd. Mann! Egal. Ich krieg das schon hin. So! Ein Rennen in den Toskana-Hügeln. Okay. Warum nicht? Sonst Limited. Limited. Der Wagen ist echt cool. Verpasst dem Jacob zweimal einen Takedown. Okay, diesmal nicht nur einmal, sondern zweimal. Aber wie gesagt, die Dominator-Autos interessieren mich jetzt wirklich nicht mehr. Weil... am Anfang, ja, okay, da könnte ich das ja noch machen, eigentlich. Aber ich denke, in der letzten Serie, ich weiß nicht, was die dafür die Autos freischalten wollen. Ich fürchte das Schlimmste. Und ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde später. Ich meine, ich bin nicht gerade gut in dem Spiel. Aber ich möchte definitiv ein Dominator-Auto freischalten. Und das wird dann das erste sein. Damit wir die letzte Serie noch freischalten können. Weil das will ich definitiv noch machen. Keine Sorge. So, wer ist mein Rivale? Da ist mein Rivale. Ich kann es ja mal trotzdem mal versuchen. Wow, 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 ruhig. Ne, hier ist Gegenverbau. Okay. Ach komm. Habe ich einen erwischt? Nö. Ich muss jetzt schon 6? ETF. Hä? Ach, ich bin doch an dem. Hallo?
Das sehe ich jetzt aber nicht ein. Ich bin mir definitiv sicher, genau an dem vorbeigefahren zu sein. Boah, ich muss das Rennen neu starten. Das ist vielleicht... Nein, die Option. Ich will jetzt... Nein. Abbrechen. Neu starten. Ey, was ist das denn für ein Anfang gewesen? Leck mich am Arsch. Der letzte Part ist übrigens ja auch wieder nicht auf allen Geräten verfügbar gewesen. Wie gesagt, das tut mir wahnsinnig leid, aber ohne Musik ist das Spiel einfach ein bisschen lame. Sonst würde ich ja ganz gerne die Musik ausmachen. So wie bei GTA, wo immer nur Musik läuft, wenn man ins Auto einsteigt. Das ist jetzt nicht so spannend, aber hier läuft ja 24/7 Musik. Ja? Und das passt auch einfach zum Spiel. Vor allem ist das ja auch noch gute Musik. Ist ja nicht so, als ob das jetzt beschissene Musik wäre. Ich meine, nicht so ein geiler Soundtrack wie bei Burnout 3. Aber... Ah, schön. Und dann machen wir direkt einen Burnout. Schaffen wir noch einen? Ja, easy. Und noch ein. Und noch ein. Alter, was ist denn jetzt hier los? Holy crap. Also das nenne ich mal einen Beginn. Jetzt, komm! Yes! Explosive Rache. Wow! Den habe ich nicht wirklich kommen sehen. Komm, Gegner. Komm, ich muss dich noch einmal takedown. Schade. Aber egal. So, ich habe da vorne auf jeden Fall noch einen Kollegen. So, tschüss. Geh mal weg. Wow. Zack. Gegner takedown mit explosiver Rache. Bitch, please. Alter, fahren wir hier durch den Dom oder was? Oh nein, nein, das wollte ich jetzt gar nicht aktivieren. Das nimmt mir doch nur meine Dings weg. Ja, ist ja gut jetzt. Oh nein, wie soll ich schon wieder an die rankommen? Oh, gib Gas! Gib Gas! Oh! Okay, ich bin Dritter. Es wäre Bronze, aber mit Bronze bin ich... Nein, Mann, was ist das denn für eine Strecke? Oh! Ja, du bist ja auch ein großer Lappen, ey. Wie kann er denn da noch in mich reinfahren? Och nein, jetzt... Leck mich doch! Mann, der Anfang war so gut. Egal, es gibt zwei Runden. Komm. Scheiße, wo zur Hölle sind die anderen? Scheiße, ich wollte eigentlich ein bisschen driften. Da ist Platz 3. Wow, danke. Nein! Ihr wollt mich gerade bei dem bedanken, dass der mir das Auto weggenommen hat. Egal, explosive Rache. Haben wir wieder vollen Boost. Mach mal wieder. Ach komm, der hat mich. Nein, jetzt habe ich das aktiviert. Oh, sofort Rache. Ja, gut. Komm, da vorne fährt der Zweite. Come on. Die Strecke ist so krass, ne?
Strecke ist wirklich schwer. Oh, der hat den Wagen mitgenommen. Göttlich. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Oh. Jawohl, Doppelrache. Ja, leck mich am Arsch. Ich bin aber nur Zweiter. Nein! Shit. Niemanden erwischt. Oh nein, damit bin ich wieder Vierter. Scheiße, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Wow. Komm schon. Mit Dritten. Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich bin eigentlich mit dem Dritten auch nicht wirklich so zufrieden. Muss ich ja schon ehrlich zugeben. Wow. Da ist das Ziel. Ja, wow. Scheiße. Oh nein, schalte ich jetzt trotzdem wenigstens den Wagen frei, weil ich es schon mal geschafft habe. Oh Mann. Oh, die Strecke ist einfach nur krass schwer, aber ich fahre eigentlich gut genug, wo ich sagen kann, okay, da könnte ich eigentlich sogar Erster werden. Natürlich muss ich den nochmal Takedown. Ist mir jetzt aber egal, ich will das scheiß Rennen gewinnen, ey. Komm jetzt. Fuck. Da wollte ich den Takedown, hab's aber nicht geschafft. Komm. Komm her, mein Junge. Ja. Schade. Hätte doch mal in das Auto reingefahren. Benutzen ist jetzt auch nicht so das Wahre halt. Hey! Kollege! Ruhig! Wow! Alter, wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Nein! Habe ich irgendeine Rache gemacht? Nö. Fuck. Scheiße. Scheiße. Wow, ich bin über das Auto drüber geflogen. Wie auch immer ich das geschafft habe. Oh, ich habe einen Takedown gemacht. Habe ich jetzt gar nicht wirklich mitbekommen, aber... war nicht mal so schlecht. So, ja, das Blöde ist halt, wenn du dann Boost einsetzt, ne? Dann sind deine Gegner auch irgendwie auf Boost. Und du hast keine Möglichkeit, an die ranzukommen. Guck mal, ich booste hier durch. Hol dich auch nur 5 Meter auf den auf, nein. Tschüss, was? Wow, er hat mich geslammt. Ha, Abkürzung freigeschaltet. Dankeschön, meine Kollege. Ich muss trotzdem immer noch zweimal den Rivalen Takedown machen. Boah, war das knapp.
Shit. Hat nicht gereicht, um den zu takedown. Fuck, aber wir sind ja auch schon in der zweiten Runde, ne? Oh! Okay. Nice! Was? Wie hat der denn den Takedown bei mir? Hä? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, wow, jetzt bin ich wieder... Wollt ihr mich verarschen? Ich habe verdammt nochmal gesagt, ich möchte in jedem Event eine Medaille. Vierter Platz ist nicht okay. Komm her. Was? Als ob der den... Ja, genau. Natürlich, natürlich, da ist meine... Durch meine Explosion ist er durchgefallen. Und was bin ich jetzt wieder? Richtig, Vierter. Ey. Ist ja cool. Oh, Mann! Das kann doch nicht wahr sein. Ich war eben so gut und dann vom Ziel... Boah. Ohne Witz, Leute, ich hole hier heute noch eine Medaille. Ist mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ich hole dir noch eine Medaille. Wobei, so lange darf das nicht dauern. Ich fahre heute noch auf ein Konzert. Scheiße. Mann! Jetzt komm schon, Spiel. Gib mir doch mal ein bisschen Erfolgserlebnis. Hatte ich ja lange nicht mehr. Oh nein, jetzt kommt Collapse. Oh nein, das ist ein Lied, was gestrikt wird. Scheiße. Och, mö. Kann ich da drüber labern irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Ich will den eigentlich so treffen wie eben. Dass ich halt direkt mal als erstes einen Gegner-Takedown mache. Dann mache ich halt erstmal... Was? Wie denn bitte? Es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Achso, mein Auto hat auch irgendwie gar kein Speed mehr oder so, ne? Nee. Warum auch? Ich verstehe das manchmal nicht. Weißt du, ich drücke den Gegner an die Wand. Da habe ich den noch nicht mal an die... Egal. Ist mir jetzt alles egal. Okay. Ja, wow, komm, ich starte nochmal neu. Da ist wenigstens auch das Lied weg. Ich werde wahrscheinlich trotzdem wieder gestrikt. Also das Video. Also mein Kanal hat bis jetzt noch keine Strikes, keine Sorge. Ich bin ja immer lieb. Ich muss ja sagen, ich habe mir gestern nochmal ein paar Best-of von mir angeguckt. Nicht, weil ich mich selber feiere oder weil ich meine Videos mag oder sowas, sondern weil es ja bald schon wieder so weit ist, dass ich mein Best-of schneiden muss. Ich schätze mal im November, also nächsten Monat. Und ich wollte mir irgendwie nochmal die alten angucken. Und, ja, ich bin sehr lieb. Hab noch nie irgendwelche Beleidigungen in den Mund genommen. Oder sowas. Nein. Ich mache immer schönes, gutes Commentary, ja? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Weißt du, ich drücke. Oh, scheiße, da war ja die Abkürzung. Ich drücke das gegnerische Fahrzeug, ja? An die fucking Wand. Und dann steht da, dass mein Gegner mich geslammt hat, wenn ich den an die Wand drücke. Was einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Wow. Das war auch knapp. Ach, der ist gar nicht erst. Ich dachte, mein Rivale wäre der Erste. Hier die Stelle hasse ich, weil die so eng ist. Komm. Fuck. Nein, du bleibst weg, du bleibst weg, du bleibst weg.
gibt es doch nicht. Okay, ich habe auf jeden Fall meinen Rivalen überholt. Ich meine, ich wollte jetzt zwar eigentlich einen Takedown bei dem machen, aber... Wow! Irgendwie hatte ich ja gerade mein Auto gar nicht mehr unter Kontrolle. Kann mein Gegner jetzt nicht einfach mal verrecken? Man, eben habe ich es doch auch mega easy... Ist gerade gegen die Wand gefahren. Was ist das denn für ein Lappen? Was bin ich für ein Lappen? Ey, diese Stelle hasse ich auch! Weil du musst dich dann entscheiden, links oder rechts. Und du hast dann absolut auch keine Zeit mehr, dich... Ja, komm! Leck mich doch langsam am Arsch! Ey, dieses Rennen pisst einen an! Wow, 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 einfach wow, wow, ja. Dass ich nicht letzter bin, ist ein Wunder. Noch nicht. Kommt noch. Kann ich euch jetzt schon sagen, das hat noch... Alter, hat mein Wagen auch irgendwie Speed oder sowas? Oder fährt er nur 5 km/h? Ich meine, das ist der fucking Limited ST. Jetzt hab ich schon wieder die Abkürzung. Ey, ich kann das Rennen vergessen. Ich kann das Rennen einfach vergessen. Ich werde doch nie im Leben wieder an die rankommen. Guck mal, mein Wagen hat absolut keinen Speed. Mein Wagen ist einfach Schrott. Ich werde nie wieder einen von den... Oh doch, da sehe ich einen. Oh, der muss ja richtig schlecht sein. Natürlich. Mach mal explosive Rache. Kann ich wenigstens einen Burnout versuchen. Kriegst du einen hin. Mach mal ganz einfach einen Doppel-Burnout draus. Schade. Alter, als ob. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Rennen heute nicht mehr schaffen werde. Ich fahre gerade echt in die... Kann ich da eigentlich lang? Das ist einfach eine unsichtbare Wand dann, okay. Wie zur Hölle konnte ich denn jetzt bitte gerade in die falsche Richtung fahren? Egal, Leute, egal. Ich schaff das heute nicht. Es tut mir leid. Oh nein! Oh, das regt jetzt ein bisschen auf. Oh, das nagt jetzt noch den ganzen Tag an mir, das weiß ich. Ach, scheiße. Aber ich hab halt... Ich will's ja noch weiter versuchen, Leute. Glaub mir. Aber wie gesagt, ich fahr noch auf ein Konzert. Ich muss noch dringend was essen. Ich muss noch duschen. Ich muss noch so viel tun. Ah. Gott. Leute. Wir machen das im nächsten Part. Ja. Im nächsten Part. Da bin ich wieder ausgeruhter. Dann machen wir das, okay? Wobei, ob ich da ausgeruhter bin, weiß ich nicht. Weil dann habe ich wieder Arbeit und ich hab Frühschicht. Also, wahrscheinlich nicht. Aber ich hoffe das trotzdem, okay? Gut. Dann würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, schaltet demnächst mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin... Tschüss.